zusammen, ein neues Video von mir, und zwar gibt es heute eine Review zu diesem Pinselset, und zwar ist das das BH Cosmetic Sculpt & Blend 10-Piece Brush Set, und zwar die erste Variante. Ich hatte euch gesagt in meinem Haul, es gibt zwei davon, das reguläre erste Set und das zweite Set. In diesem Video geht es um das erste Set. Ich dachte, ich teile das auf jeden Fall in zwei Videos, weil es einfach ja, 20 Pinsel sind und ich möchte euch auch jeden Pinsel kurz zeigen. Und ja, werde euch dann in der Review zum zweiten Set dann eben auch sagen, welches Set ich tatsächlich jetzt besser finde, ob ich eins besser finde oder ob ich finde, man sollte beide haben oder wie auch immer. Hier sind 10 Pinsel drin. Generell muss ich sagen, die Pinsel kommen einzeln verpackt, dann eben nochmal in Folie. Und wenn ihr sie aufmacht, steigt euch doch erstmal so ein Duft in die Nase. Also die Pinsel riechen schon etwas nach Kleber. Der Duft muss halt erstmal verfliegen. Und ich habe jetzt für dieses Set 15 Euro bezahlt bei BH Cosmetics. Es gab so eine Aktion, aber ich glaube auch regulär kostet dieses Set 20 Euro. Für 10 Pinsel, denke ich mal, echt ein super Preis. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Ich hatte diese Pinsel natürlich sofort gewaschen und mir ist aufgefallen, dass in diesem Set, bei diesem Pinsel hier, etwas Kleber auch an den Härchen oben war. Beim Waschen konnte ich das allerdings dann auch entfernen, so ein bisschen abziehen, sage ich einfach mal. Und was mir auch aufgefallen ist, dass die Pinsel beim ersten Waschen 2-3 Haare verloren haben. Allerdings habe ich diese Pinsel jetzt mehrfach gewaschen und das ist wirklich nur beim ersten Mal passiert. Was mir jetzt auf jeden Fall schon öfter aufgefallen ist, dass manchmal so ein Pinselhärchen absteht, also oben drüber steht. Und das könnt ihr dann auch nicht rausziehen, also das ist schon fest, das Härchen. Das müsst ihr dann eben so zur Seite ziehen und dann eben abschneiden und dann ist das auch erledigt. Sind sie relativ gut verklebt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich hier irgendwas löst oder locker ist oder so. Also sie sind wirklich eigentlich ganz gut verarbeitet. Und ja, wie gesagt, außer dieser Duft am Anfang und dass sie eben beim ersten Waschen so ein paar Haare verloren haben. Ansonsten hatte ich bisher keine negativen Auffälligkeiten. Gehen wir mal die Pinsel durch. Und zwar steht auf der Rückseite immer, wie der Pinsel heißt. Und zwar fangen wir an mit der 113, dem Round Blending Face Brush. Das ist dieser hier. Und das ist wirklich ein ganz schöner Pinsel. Der ist jetzt nicht wirklich so festgebunden, dass der sich jetzt für Foundation oder so eignen würde. Generell könnt ihr alle Pinsel für Cremeprodukte und für Puderprodukte verwenden. Es sind eben synthetische Haarfasern. Härchen und diese Pinsel sind auch wirklich sehr, sehr weich. Und dieser Pinsel hat also nicht so viel Widerstand. Wofür ich ihn mir perfekt vorstelle, ist wirklich für Puder Foundation. Also ich glaube, dafür ist dieser Pinsel perfekt geeignet. Dann kommen wir zu 114 und das ist der Angled Blending Face Brush. Das ist dieser Pinsel hier im Prinzip der gleiche wie der erste, nur dass dieser eben abgeschrägt ist und er ist etwas schmaler gebunden, hat aber trotzdem eine große Auftragsfläche. Ich habe diesen Pinsel heute benutzt, um mein Puder aufzutragen tatsächlich, habe den aber auch schon benutzt für Rouge. Also ich finde, für Rouge eignen sich diese Pinsel super, weil sie haben halt nicht so einen hohen Widerstand wie jetzt so ein richtiger Bufferpinsel oder so. Und ich finde eben auch die Größe super, um Rouge aufzutragen. Ich habe das jetzt zum Beispiel sehr gerne für diese zum Beispiel diese Benefit-Palette hier benutzt, weil der Pinsel eben auch nicht so groß ist und man wirklich damit auch super in so einen Blush reinkommen kann. Also es ist die perfekte Größe eben für so ein kleines Rouge-Pöttchen, sage ich mal. Und dippe da dann eben nur so rein und kann mir das dann eben so auftupfen. Dafür finde ich diesen Pinsel sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu 115 und das ist der Tapered Contouring Face Brush.
Und das ist auch ein sehr, sehr interessanter Pinsel. Auf diesen Pinsel war ich besonders scharf in diesem Set. Dieser Pinsel ist rund gebunden und hat aber einen relativ festen Widerstand. Also der ist wirklich relativ fest, trotzdem sehr, sehr weich. Er ist jetzt ein bisschen dreckig, weil ich ihn zum Beispiel benutzt habe, um zu konturieren. Dafür ist er wirklich super. Ich wollte ihn allerdings ursprünglich haben, um Concealer unter dem Auge aufzutragen. Und auch dafür ist er super. Dann kommen wir zu der 116, der Flat Blending Brush. Das ist dieser hier. Wie zum Beispiel der Foundation Buffer von Rebecca Flöter. Ich zeige euch die beiden mal im Vergleich und ihr werdet vielleicht sehen, dass ihr nicht viel sehen könnt. Also keinen großen Unterschied. Die beiden sind relativ ähnlich. Der einzige Unterschied, den ich wirklich erkennen kann, ein klitzekleiner Unterschied, ist, dass die Pinselhärchen von BH Cosmetics ein bisschen biegsamer sind, würde ich sagen. Also hier ist nicht ganz so viel Widerstand wie beim Foundation Buffer von Rebecca Flöter. Obwohl ich sagen muss, dieser ist schon echt alt und ich habe das Gefühl, dass der am Anfang, wo er neu war, auch ein bisschen fester war. Also der hat auch ein bisschen Widerstand so verloren. Ich mag solche Pinsel aber unheimlich gerne, um meine Foundation aufzutragen. Und von daher fand ich es auch gut, dass so ein Pinsel in diesem Set eben enthalten ist. Und dann ist der nächste Pinsel die 117 und das ist der Angled Contouring Face Brush. Das ist dieser hier, im Prinzip die gleiche Variante wie dieser 116er, der eben flach abgeschnitten ist. Und dieser ist eben schräg abgeschnitten und etwas kleiner vom Durchmesser. Und die Pinselhärchen sind ein bisschen kürzer wie bei diesem hier und dadurch hat er ein bisschen mehr Widerstand. Er nennt sich Angled Contouring Face Brush, ist also eigentlich gedacht oder man kann ihn halt sehr gut benutzen, um damit zu konturieren. Dann natürlich auch etwas härter konturieren und dann vielleicht mit dem ganzen Pinsel das Ganze auch einarbeiten. Ich muss sagen, auch diesen Pinsel habe ich jetzt nur verwendet, um meine Foundation aufzutragen. Er ist auch dreckig, ich habe ihn heute verwendet und ich mag ihn super gerne. Der hat wirklich einen guten Widerstand, um meine Foundation einzuarbeiten. Die Pinselhärchen verteilen das super gut und man kann mit diesem Pinsel auch super gut unter dem Auge arbeiten, wie ich finde, durch diese angeschrägte Form. Ich mag diesen Pinsel echt gerne für meine Foundation. Von daher die 5 Gesichtspinsel auf jeden Fall schon mal Daumen hoch. Kommen wir zu den kleineren Pinseln. Und da geht es los mit der 118. Und die 118 ist der Small Tapered Contouring Face Brush. Also der kleine Bruder von diesem Pinsel hier. Diesen Pinsel habe ich eben abgewandelt. Er ist natürlich eigentlich dafür gedacht, oder diese Pinsel sind allgemein zum Konturieren, zum Definieren des Gesichts. Also dieser Pinsel zum Beispiel super geeignet für die Nase, wenn ihr die konturieren wollt. Dieser Pinsel ist wirklich relativ fest gebunden und spitz zulaufend. Deswegen zum Konturieren, wenn ihr zum Beispiel punktuell Concealer auftragen wollt oder auf Pickelchen oder so, dann ist dieser Pinsel super. Ich habe ihn jetzt allerdings benutzt, um zum Beispiel am Auge im Innenwinkel Highlighter aufzutragen oder auch Cremeprodukte in die Lidfalte zu geben. Besonders dafür wollte ich diese Pinsel ursprünglich auch haben, nämlich für meine Colourpop Lidschatten, dass ich einfach auch einen spitzeren Pinsel habe, um Colourpop Lidschatten jetzt zum Beispiel auch in die Lidfalte aufzutragen und dafür ist der auch wirklich super. Also auch dieser Pinsel hat sich schon bezahlt gemacht in diesem Set. Kommen wir zu 119 und das ist auch ein absoluter Lieblingspinsel von mir und das ist der Small Angled Blending Face Brush. Also er nennt sich auch Face Brush tatsächlich. Das ist so ein kleiner angeschrägter Lidschattenpinsel im Prinzip. Ich finde diese Pinsel allerdings auch super für Frauen, die Schlupflider haben, weil man mit diesem Pinsel, wenn man in die Farbe reingeht und den so schräg anhält, gleich diesen Bananenbogen oben wunderbar mit malen kann. Ich glaube, ich werde dazu mein Video machen, weil
Das ist blöd, das jetzt so zu erklären. Auf jeden Fall könnt ihr diesen Pinsel dann eben auch schräg nehmen und genau in die Lidfalte malen oder über die Lidfalte malen. Ich finde, dieser Pinsel hat die perfekte Größe, um wirklich ein super einfaches Augen-Make-up zu machen. Ich mag solche angeschrägten Lidschattenpinsel wirklich sehr, sehr gern. Dann haben wir die 120, das ist der Small Flat Blending Face Brush. Das ist einfach so ein kleiner, flach abgeschnittener Pinsel. Ich muss ganz ehrlich sagen, für diesen Pinsel habe ich jetzt nicht so viel Verwendung, weil ich diese flache Form nicht so gerne mag. Er ist natürlich super, eben auch um zum Beispiel Pickelchen abzudecken, wenn ihr ein bisschen Concealer drauf gibt, dass ihr mit diesem Pinsel einfach nur so drumherum buffert und das Ganze so ein bisschen verblendet eben. Da ich jetzt nicht so viele Pickel habe und auch nicht so oft mal einen Pickel habe, habe ich da jetzt nicht so die Verwendung für, weil ich finde, unter dem Auge ist es mir zu kompliziert, den Pinsel dann wirklich so gerade zu halten, und da wäre er mir jetzt auch ein bisschen zu klein. Also das ist eigentlich so der einzige Pinsel, für den ich jetzt nicht so die Verwendung habe in diesem Set. Dann haben wir die 121, das ist der Small Angled Contouring Face Brush. Das ist eben der gleiche Pinsel, nur schräg abgeschnitten. Und ja, für den habe ich zumindest mehr Verwendung, weil der schräg abgeschnitten ist. Und ich kann mit diesem eben unter den Auge auch zur Not meinen Concealer verblenden. Ja, so eine schräge Form ist eben besser, um wirklich, ja, man hat einen anderen Winkel, wie man den Pinsel halten kann. Auch dieser ist natürlich super geeignet, um zum Beispiel die Nase zu konturieren. Ihr könntet damit genauso das Gesicht konturieren. Es ist nicht mein Lieblingspinsel aus diesem Set, aber er ist okay. Und dann haben wir zu guter Letzt die 122, das ist der Small Round Blending Face Brush. Und dieser Pinsel ist natürlich super gut. Das ist so ein ganz kleiner Concealer-Pinsel, ähnlich wie zum Beispiel der 142 Concealer Buffer von Sueva. Nur der von BH Cosmetics ist in diesem Set eben etwas kleiner. Aber der ist natürlich super, um cremige Lidschatten aufzutupfen auf das bewegliche Lid. Dafür finde ich den super, um zum Beispiel Painterly aufzutragen, um irgendwelche Colourpop-Lidschatten aufzutragen oder auch damit zu blenden. Color-Tattoos lassen sich damit wunderbar auftragen. Also das ist auf jeden Fall auch ein super, super Pinsel. Also, alles in allem muss ich sagen, dass ich bis auf zwei Pinsel von diesen kleineren, wo ich jetzt nicht so hundertprozentig von überzeugt bin, von diesen kleineren Pinseln. Ansonsten sind acht Pinsel aus diesem Set wirklich sehr, sehr gut. Ich mag sie sehr, sehr gerne, habe sie täglich in Benutzung und muss sagen, alleine dafür hat sich der Kauf dieses Sets auf jeden Fall gelohnt. Ein super Preis, ihr bezahlt 15 Euro oder ich habe 15 Euro für dieses Set bezahlt. Einfach super gut, von der Qualität wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde es auch wirklich gut, dass man für so wenig Geld schon wirklich gute Pinsel bekommt. Und wer mich kennt, der weiß auch, dass ich total auf synthetische Pinselhärchen eben stehe, weil ihr damit eben beides machen könnt. Also sowohl Creme als auch Puderprodukte aufzutragen. Und diese Pinsel sind immer super, super weich und ja, gefallen mir wirklich gut. Also dieses Set kann ich euch auf jeden Fall schon mal empfehlen. Und ich würde dafür auch durchaus 20 Euro bezahlen, weil es wirklich ein schönes, schönes Set ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns im zweiten Teil wieder. Und habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.